Hallo, wir sind die Hanna und die Viola von der VS 7 Puchberg und wir gehen jetzt ins Wildhaus zu Tech to Move, weil da waren wir letztes Jahr auch schon und das hat uns recht gefallen. Und jetzt sind wir gespannt, was uns erwartet. Kommt's mit! Bereits zum sechsten Mal fand heuer schon die Tech2Move-Messe im Velios in Wels statt. Veranstaltet wird sie vom RIC, dem regionalen Innovationszentrum. Also die Tech2Move machen wir deshalb, weil wir einfach die Kinder und Jugendlichen für Naturwissenschaft und Technik begeistern wollen. Und es ist so, wir möchten einfach von Anfang an die Emotion wecken, vielleicht sich für einen technischen Beruf zu entscheiden. Und da möchten wir einfach den Kindern zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Mit dabei waren jede Menge Partner, die bei verschiedensten Mitmachstationen Einblicke in Naturwissenschaften und Technik geboten haben. Wir sind heute beim Fronius Workshop, haben ein paar Experimente gemacht und eins davon möchten wir euch heute sagen. Das ist das Kabel, durch das fließt es, der Strom, dann legt man es da unten an, dann entsteht ein Magnetfeld, dadurch entsteht dann die Lorentzkraft. Und diese ganze nennt man auch noch Unipolarmotor. Gut gestärkt und kurz besprochen ging es auch schon zu den weiteren Stationen. Ob Flugzeugbau, Chemieexperimente, wilde Raketenstarts oder eine Mars-Mission zu erleben, alles durfte und konnte hier ausprobiert werden. Auf eine Station waren Hanna und Viola schon sehr gespannt. Wir sind jetzt bei der Station mit der Highspeed-Kamera. Die Hanna steht dort hinten auf dem Podest und sie wird jetzt gleich mit einem Nagel in eine Wasserbombe stechen und dann wollen wir schauen, was passiert. Und das schauen wir uns dann auf dem Bildschirm in Slow Motion an. Die Tech2Move-Messe. Ein Erlebnis für alle Sinne. Wir freuen uns schon heute aufs nächste Jahr, wenn es wieder heißt, Naturwissenschaften und Technik im wahrsten Sinne des Wortes hautnah zu erleben.